Stephanie Popp hier. Letzte Woche hat Donald Trump die Wahl gewonnen. Das magst du mögen oder auch nicht. Aber ich kenne viele Christen in Amerika persönlich, die einfach sehr, sehr froh und dankbar sind, dass es so weit gekommen ist. Und was ich zum Beispiel an Donald Trump wirklich schätze, ist, dass er ein Mann der Tat ist und nicht nur der Worte. Ich denke, dass Politiker Menschen der Tat sein sollten und dass das möglich ist. Trotz aller politischer Wirrwarren, das hat er vorgemacht und das macht er auch immer wieder vor. Und ich möchte dir ganz kurz etwas vorlesen, was Donald Trump vor einigen Wochen gepostet hat. Und hier geht es um den Bereich von Gender und LGBTQ und seine klare, nicht nur Kampfansage, sondern dein Plan, was er zu tun gedenkt. Und ich möchte das einfach eben einmal vorlesen. Donald Trump sagte, ich habe vor, am ersten Tag werde ich die grausame Politik in Bezug auf das sogenannte Gendern aufheben, die chemische, physische und emotionale Verstümmelung unserer Jugend beenden, die unter dem Deckmantel der Fürsorge beinhaltet, Kindern Pubertätsblocker zu geben, die ihre körperliche Erscheinung verändern und letztendlich auch die Durchführung von Operationen an minderjährigen Kindern. Es wird eine neue Verordnung geben, die alle Bundesbehörden anweist, die Nutzung aller Programme zur Förderung oder Bezahlung dieser Verhalten einzustellen und ein Gesetz zu verabschieden, das sexuelle Verstümmelung von Kindern in allen 50 Bundesstaaten verbietet. Es wird sehr schnell gehen. Ich erkläre, dass jedes Krankenhaus oder jeder Gesundheitsdienstleister, der an der chemischen oder physikalischen Verstümmelung minderjähriger Jugendlicher beteiligt ist, die Gesundheits- und Sicherheitsstandards des Bundes für Medicaid und Medicare nicht mehr erfüllt und somit aus dem Programm ausgeschlossen wird. Darüber hinaus werde ich die Schaffung eines privaten Klagerechts für Opfer unterstützen, um Ärzte zu verklagen, die diese Eingriffe unverzeihlich an minderjährigen Kindern durchgeführt haben. Das Justizministerium wird Big Pharma und die großen Krankenhausnetzwerke untersuchen, um festzustellen, ob sie absichtlich schreckliche Langzeitnebenwirkungen von Geschlechtsumwandlungen vertuscht haben, um sich auf Kosten gefährdeter, sehr verwundbarer Patienten zu bereichern. Wir werden auch untersuchen, ob Big Pharma oder andere illegal Hormone oder Pubertätsblocker vermarktet haben, die in keiner Weise für diese Verwendung lizenziert oder zugelassen sind. Mein Bildungsministerium wird die Bundesstaaten und Schulbezirke darüber informieren, dass, wenn ein Lehrer oder Schulbeamter einem Kind suggeriert, dass es im falschen Körper gefangen sein könnte, es mit schwerwiegenden Konsequenzen konfrontiert wird, einschließlich möglicher Bürgerrechtsverletzungen wegen Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und der Streichung von Bundesmitteln. Als Teil unseres neuen Zertifizierungsgremiums für Lehrer werden wir eine positive Aufklärung über die Kernfamilie und die Rolle von Vätern und Müttern fördern, um die Dinge zu feiern, anstatt sie auszulöschen, die Männer und Frauen unterschiedlich und einzigartig machen. Ich werde den Kongress bitten, ein Gesetz zu verabschieden, das festlegt, dass die einzigen Geschlechter, die von der Regierung der Vereinigten Staaten anerkannt werden, männlich und weiblich sind und ihnen bei der Geburt zugewiesen werden. Der Gesetzentwurf wird auch klarstellen, dass biologischen Männern die Teilnahme am Frauensport verbietet. Und wir werden die Rechte der Eltern davor schützen, gezwungen zu werden, ihrem minderjährigen Kind zu erlauben, ein Geschlecht anzunehmen. Die Identität wird nicht neu sein und es wird nicht ohne die Zustimmung der Eltern sein. Kein Land und keine Eltern sollten ernsthaft seinen Kindern sagen, dass sie mit dem falschen Geschlecht geboren wurden. Ein Konzept, von dem man noch nie gehört hat. In der ganzen Geschichte der Menschheit hat noch nie jemand von dem gehört, was heute passiert. Die ganze Sache gibt es erst ein paar Jahre gefunden von der radikalen Linken. Der Wahnsinn hat ein Ende. Vielen Dank. So die Rede von Donald Trump zum Thema Gender und LGBTQ. Das ist möglich, wenn ein Politiker aufsteht, um seine Stimme zu benutzen. Und ich finde das einfach nicht nur Hammer, sondern auch sehr inspirierend. Und ich möchte dir eins sagen. Hier geht es nicht darum, großer Fan von Donald Trump zu werden. Hier geht es nicht darum, zu hoffen, dass irgendwie aus Amerika auf unergründliche Art und Weise auch diese Sache irgendwann in unser Land hinein schwappt und Einfluss nimmt. LGBTQ kommt aus Amerika. Es ist viel zu kurz gegriffen, zu hoffen, dass
nur weil Amerika Änderungen vornimmt, das auch zu uns kommen wird. Ich denke, über kurz oder lang, ja, hoffentlich. Aber was ich weiß, ist, dass in den letzten Monaten, im letzten Jahr Millionen von Christen gebetet haben für das, was wir in den USA erst kürzlich verfolgt haben, nämlich die Neuwahl von Donald Trump. Ja, da steckt Power dahinter, Gebetspower von Christen, die aufgestanden sind und gesagt haben, wir müssen unsere Verantwortung nehmen und etwas tun für unser Land. Und so möchte ich dich mit diesem Zeugnis, mit diesem Bericht ermutigen zu sagen, wir können etwas ändern in unserem Land und wir können durch Gebet helfen, dass die richtigen Leute in unserem Land, in den Parteien, ja, in die Positionen kommen, an die richtigen Stellen, wo sie etwas bewirken können im Rahmen der Gesetzmäßigkeiten des Königreiches Gottes. Männer und Frauen, die an biblische Wahrheiten glauben und an ihnen festhalten und bereit sind, für sie einzutreten, und zwar öffentlich. Auch wenn das nicht so sehr populär sein wird, doch ihre Stimme zu finden und zu benutzen für die richtigen Dinge in unserem Land. Und ihr Lieben, ihr denkt vielleicht, jo, so schlimm ist es ja noch nicht bei uns. Es ist schlimm genug. Jeder, der sich mit LGBTQ und Gender befasst, und ich verweise nur auf das Selbstbestimmungsgesetz, das letzte Woche freigegeben wurde, ja, jeder, der sich damit befasst und einmal wirklich nachforscht, der wird feststellen, dass es in unserem Land schon viel zu weit gekommen ist, auch in diesem Bereich, und dass tatsächlich Eltern ihre Rechte verloren haben, was ihre Kinder angeht, dass es auch in unserem Land schon so weit ist, dass der Staat Kinder übernimmt, wo Eltern nicht bereit sind, ihre Kinder zu unterstützen, ihr Geschlecht zu verändern. In unserem Land sind Agendas aktiv. Da kannst du nur mit dem Kopf schütteln und mit den Ohren schlackern. Da wird Lehrern bereits empfohlen, Kinder zu unterstützen in ihrer sogenannten Identitätsproblematik, sie zu bestätigen und zu sagen, ja, warum du dich so fühlst, ist einfach, weil du eigentlich kein Mädchen, sondern ein Junge bist oder umgedreht, und das abseits von den Eltern, quasi im Verborgenen, und viele Dinge mehr. Ja, wir müssen aufwachen, wir müssen aufstehen, wir müssen beten, und ich hoffe, dass dies eine wirkliche Ermutigung für dich ist, aktiv zu werden. Komm mit uns zu The Voice Movement und lass uns strategisch gemeinsam beten. Den Link für mehr Informationen findest du auch in diesem Video in der Beschreibung. In diesem Sinne, wir sehen uns gemeinsam für unsere Nation. Bis bald.